Willen. Was ist denn jetzt passiert? Was ist jetzt passiert, liebe Leute? Ich habe euch vergessen, dazu zu schalten. Tut mir sehr leid, aber ihr seid jetzt hier wahrscheinlich ein paar Monate zu spät hier reingekommen. Ein paar Monate. Ja, Ingame-Monate natürlich. Ja, ja. Was ich bin entzückt. Naja gut, viel passiert ist auf meiner Seite zumindest nicht. Wir haben jetzt einen Bluthundzwinger gebaut in Wölpe. Ah ja. Ich spare jetzt erstmal auf die Feudalisierung von Lübeck. Das ist aber teuer. Nee, das machen wir nicht. Das kostet zu viel, wenn ich darauf ansparen will. Papstmeinung verbessern für 150, das ist ein bisschen happig. So, wie macht sich denn hier Floribert? Floribert? Oh nein, der hat eine Lungenentzündung, der arme Mann. Dieser Name. Der heißt Floribert, ja. Mein Enkel. Und jetzt hat er Lungenentzündung. Ist aber ein Kräuterkundler. Okay. Vielleicht überlebt er das. Fulda einzunehmen, bevor ich seine. Ich sag's ja. Es wäre nicht das erste Mal. Unfassbar. Damit hast du keine 100%. Ja, aber 80. Jetzt hau ich nochmal auf die Ömme und dann. Wo will jetzt, er denn jetzt hier hin? Jetzt gewinnt er die Schlacht. Ja, natürlich. Ich habe meine Leute schon wieder nach Hause geschickt, weil ich gedacht habe, das kriegst du jetzt selber hin. Ja, krieg ich auch hin. Ich hau den jetzt nochmal auf die Umme und dann. Dann ist Ruhe, ne? Dann ist Ruhe im Karton. Jetzt läuft er natürlich weg. Schafft er nicht. Ich bin Pionier. Ja, genau. Erwartet dein Ende. Ah, 500 gegen 400, das sollte ja gar kein Thema sein hier. Komm her jetzt. Schauen wir doch mal. Blacht von Mühlhausen. Oh, großartig, 496 gegen 360 oder was es war. Ja. Mega Schlacht. Ich erhebe zusätzliche Steuer von den Bauern. Jawohl, das ist immer gut. Ja, das könnte meiner auch mal machen, aber er kommt irgendwie nicht dazu. Der Cyprian hat 20 Verwaltungen, aber er versagt. Ja, versagt. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Jo. So, 93. Ich hole das Rückgrat aus dem Hals. Wo ist das Zitat denn weg? Oh cool, das weiß ich auch nicht mehr. Bud Spencer Film? Glaub nicht. Ah, so brutale Sprüche hatten die nicht. Ach, das ist aus Sinnlos im Weltraum, in der Tat. Da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe viele Zitate im Kopf daraus, aber das nicht. Das ist auch eine schöne Synchro-Serie gewesen damals. Ah, endlich ist er beeinflusst worden. Meine Güte. Lassen wir auch sofort wieder sein, ey. War aufwendig genug. Ich brauche zusätzliche Steuern. Jetzt geht's hier aber rund bei uns. Kommen zu Geld. Kuriositäten. Diese Händlerin. Die Uhr zu hauen hat leider nicht gereicht. Ich muss dann Fulda doch noch belagern. Na gut. Diese Händlerin könnte mir mehr zu bieten haben als nur Wunder aus der Ferne. Wir könnten noch wachsamer werden. Oder sie wird mir erzählen, was sie weiß. Och, die lassen sich da schon wieder verprügeln. Ich raste. Was machen wir denn jetzt damit? Na, ich glaube, wir überzeugen die Händlerin, ihr Wissen mit uns zu teilen. Wir sind ja sehr diplomatisch. Das müsste ja wohl hoffentlich klappen. So, ich muss gerade mal wieder Provinzen verteilen. Immer dieser Stress. Oh.
wird noch eine Weile dauern. Moment. Inzestiös heiraten. Nee, das geht nicht. Nee. So. Dann haben wir das schon wieder. So. Von mir aus können wir es weitermachen. Okay. Er würde das beide Male annehmen. Wer ist denn sein Erbe? Louis. So, wichtige Neuigkeiten. Oder wunderbare Neuigkeiten vielmehr. Also, wir haben keine Geheimnisse gefunden. Ja, das haben sie bei mir auch nie. Das ist echt enttäuschend. Es muss welche geben. Sie belagert das Haus, sie verrückt. Nee, sie haut wieder ab. Okay. Bist du wahnsinnig? Ja, bist du deppert. Ja, genau, das war es nämlich. Die Sprüche haben echt immer super zu der Mimik von Picard gepasst, das stimmt. Ich erinnere mich noch an die Folge mit Karls Quell. Und die Stamme aus Krom. Der aus Krombach stammt. Und der, das ging ja um diese komische Klongeschichte irgendwie. Und ich weiß noch, da gab es eine Szene, da hat Data irgendwas Captain Picard erzählt und redete über irgendwelchen Kram und hatte so einen bayerischen Dialekt auf einmal und redete irgendwas von Weichwurst. Und dann sagte Captain Picard nur, sagte dann nur so, scheiß auf Weichwurst, Junge, es geht um Alkohol. Das ist echt, oh Mann, das war echt fantastisch. So, jetzt belagert doch mal fertig hier. 4 Tage. Ja, schon wieder ein Überfall. Überfällt uns. Skandal. So geht das nicht. Alle ausheben, tötet sie sofort. Skandal um Rosetta. Ja. Das ist ja wohl eher weniger. Das ist nur ihrer Meinung. Wie war das mit, das muss man wissen? Muss man wissen. Genau der. Ach ja, herrlich. So, 99%. Jetzt belagert bitte einfach. Oh, seid so ihr nicht Kaffee. Schnell genug da? Das gibt's ja wohl nicht. Nein, am 12. Juni, einen Tag vorm Plündern. Oh, Gott sei Dank. Das Geld ist sicher. Das Bistum vom Parchim. Ach, das gehört Graf Rimmett. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nichts gemacht. Wenn ich das gewusst hätte. Wieso hat der ein Bistum? Da gibt es doch einen Verschleiß in den Bergen. Aber das besitzt er doch niemals selbst. Aber warum denn nicht? Verstehe ich nicht. Steht noch nicht mal bei ihm drin. Hä? Grafschaft. Warum hat er das Bistum dann auch? Nee, das besitzt ein anderer, Suffraganbischof Rheinmar. Okay. Suffragenbischof, bitte. Suffragettenbischof. Schokettenbischof. Jetzt setzt sich für die Rechte der Frauen ein. Das wäre doch mal was hier, ein mittelalterlicher Bischof, der sich für die Frauen einsetzt. Das genau. Fehlt. Brunnen- und Frauenkriege, wie heute. Woher das stammt? Du meinst das Zitat von SIW eben, oder? Also den genauen Folgennamen kann ich dir jetzt nicht mehr nennen. Das weiß ich auch nicht mehr genau. So, jetzt ist er in Lübeck. Ist ja wohl dreist. Will er das nochmal versuchen? Mit 181 Mann. Ich glaube, der hat so nicht mal alle. Oh, ich möchte nicht in die Alpen marschieren hier. Warum soll, denn ganz nicht? Gut funktionieren, habe ich mir sagen lassen. Die Alten sind wunderschön. Ja, einer ist rübergekommen, ne? Ihr kontrolliert jetzt Fulda. Der Elefant? Der Elefant Fulda. Zombie-Elefant. Das muss man wissen, ja. Das musst du Dr. Tod fragen. Der kann dir das genau erzählen, woher das stammt. Das ist
Ein toller Typ. Nee, das ist von einem Menschen, der das Neuschwabenland-Forum ins Leben gerufen hat. Und das ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine Versammlung gewesen, die sich irgendwie in der Kneipe getroffen hat und da irgendwelche geschwurbelten rechten Verschwörungstheorien zum Besten gegeben hat. Und das Ganze, der hat so einige sehr ikonische Sprüche gehabt und dieses Muss man wissen ist halt einer davon. Aber was nichts bedeutet, dass dieser Mensch irgendwie lustig wäre, weil der Typ halt einfach ein Nazi war, ein Überzeugter, und der hat auch so Sachen gemeint hat irgendwie, dass Hitler zusammen mit, weiß ich jetzt gar nicht mehr mit wem, ich glaube mit Tesla, zusammen irgendwie mit einer Reichsflugscheibe zum Pluto geflogen ist oder sowas. Ja, Pluto war es, glaube ich. Ja, irgend sowas. Das Ganze natürlich zu einem Jahr, als Tesla irgendwie, glaube ich, schon über 70 Jahre alt war und keine Ahnung, also es ist alles ein bisschen sehr, sehr gut. Wie gesagt, diese Sprüche sind teilweise ein bisschen lustig, aber was dahinter steckt, ist es halt leider überhaupt nicht. Ja. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit erschöpfend beantworten. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Ich bin erschöpft. Bitte schweig. Okay. Bringen Sie dieses Thema nie wieder vor. Das ist nämlich Geheimwissen. Ach so. Die Tiroler Krieger könnten wir anwerben. Nein, brauchen wir nicht. Wahrscheinlich, oh, wahrscheinlich jemand sucht... Jemand spielt ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar mich. Na super. Wer das wohl sein mag. Das würde ich auch gerne wissen. Ja. Betroffene Hunde bellen, ne? Ich bin's nicht. Nein. Na, immer bist du's nicht, das ist doch verdächtig. Ich bin ein friedliebender Mensch. Und ja, Mensch, ja. Walburga möchte gerne für 10 Geld den Kerker verlassen. Ich würde sagen, das kann man mal getrost ablehnen. Ja, echt eh. Alfred ist gestorben. Überfallkommando ist eine feine Sache. Kennt sie nicht, die mittelalterlichen Kommandotaktiken? Übrigens, Floribert hat überlebt. Das kräuterkundlerische Genie hat überlebt. Hör auf. Nicht schlecht, hat auch Schwerpunkt auf Medizin. Stabil. Oh. Pause. Der Sepp spielt jetzt als König. Jo. Und ich feier. Gepard. Mit wem? Oh, Ludwig. Oh Gott. Ludovic. Ich kann nicht mehr. Aber warum? So, Wessex hat sich also aufgeteilt. Wessex und... Ich kann es nicht aussprechen. Howish. Howish und Heck. Havize, sag ich da immer zu. Mallers Wagon Alfreds. Ja, okay, so viel dazu. Wer ist denn da wohl jetzt der Mächtigere? Der Wessex. Meinst du? Der hat 3000 und der andere nur 600 Mann. Uff, warum hat er nur 600? Weil er nur eine Grafschaft besitzt. Und der andere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I see. Heirat arrangieren. Ah, hallo Pandoron, schönen guten Abend. Dass du auch noch vorbeischaust, zu späterer Abend. Stunde. Dass du da sofort wieder zuschlägst, ne? Wie, wer schlägt? Ja, wir dich. Wie? Was? Er wird nicht annehmen. Miete dir ins Gesicht. Dreistet ihr euch? Das gibt's ja wohl nicht. Also, wenn du willst, wird es sowieso nicht annehmen. Was denn jetzt? Die Heirat. Was für eine Heirat? Worüber sprecht ihr überhaupt? Ich hab nicht aufgepasst. Worum geht's hier überhaupt? Wer bin uninformiert. Ich? Und was mache ich hier? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, prinzipiell kannst du weitermachen, ja. Und unprinzipiell? Scheibenkleister.
Oh, Pandoron hat keine Benachrichtigung bekommen, obwohl die bei dir aktiviert sind. Das ist ja schade. Twitch oder wie? Ja, hat wohl nicht funktioniert. Das ist ja doof. Das passiert öfter mal. Ich habe übrigens auch keine bekommen. Oh, Schreck, eine 4000 Mann-Armee kommt auf mich zu. Skandalös. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Nimmt sie den Verschleiß in Kauf, nur um diese Festung zu belagern. Das ist die große Frage. Jetzt werde ich wohl eh nicht mehr wegkommen, ha? Huh? Wie viel werden die verlieren? Kann man das mal sehen? Die Schotten wieder, die hier durch die Alpen marschieren. Tja, bisher hast du immer eine Mail bekommen. Ja, das ist echt manchmal ein bisschen mit Twitch. Dich so schön Verlass drauf irgendwie, ne? Tja, durch die Alpen gibt es auch nicht so viele Wege, wie man sieht, ne? Mhm. Bei Graubünden, bei Innsbruck und das war's. Ja, jetzt werden sie mich da platt machen. Ich sehe es schon kommen. Wer ist denn da der Befehlshaber? Ach, das ist Karl. Ach, das wäre eher nicht so schlimm. Aha. So ist das. Herzog Karl takes one for the team. Problem ist leider, du kannst mich da alleine reinschicken und ich werde das alles regeln. Kein Problem. Ach so. Oha, Selbstüberschätzung ist auch noch dabei. Nur doch mal schauen. Ja, ich bin sieht arrogant, nicht so gut aus. Ja, stimmt. Und ungeduldig auch. Und stur und tapfer. Er passt alles. Ja, dann auf in die Schlacht. Ja. Ich brauch kurz. Hab viele Pop-Ups. Und muss wieder. Immer diese Pop-Ups, schlimm, ey. Immer Land verteilen. Ja. Es wird ja auch immer kleiner, Ostgau, wenn ich das mir so auf der Karte angucke. Ja, genau. Nächste Woche stehst du vor Vladivostok. Der Powergamer hier in der Runde. Mal ein paar Gebiete verteilen. Ich muss da mal mit ein paar Leuten reden und ihnen ein paar Sachen schenken. Ich werde mich hier zurückziehen. Ach ja. Du darfst nichts mehr bekommen. Du theoretisch auch nicht mehr. Ah, er hat noch ein Kind. Sehr gut. Du kriegst die drei Provinzen. Zack. Ah, so. Ach, ich kann ein weiteres Kriegsvolk auswählen. Nee, Orko, die kenne ich in der Tat nicht. Die Rede vom Schweizer Bundesrat Merz, Bündnerfleisch. So. Nee, kenne ich nicht. Was? Das ist mir neu. Wen stechen die Pikeniere jetzt nochmal aus? Die Kavallerie oder was? Ich denke. Sollte so sein, ja. Ich denke mal, ja. Boah, dann nehmen wir doch mal Kavallerie. So. Jetzt Gucken ist und die Frage. Noch 10 Stück. So, Karl, lebst du noch? Das finde ich übrigens echt dreist, dass die nördlichen Mittelgebirge hier überhaupt nicht vorhanden sind. Weißt du, Hauptsache hier der Harz und hier unten beim Sauerland ist unzugängliches Gelände wegen den Erhebungen. Aber unterhalb der Weser und an der Weser gibt es keine Berge. Das ist ja lächerlich. Was ist jetzt passiert? Genau. Alois wurde ermordet, so. Dein Sohn. Mein Sohn. Ja. Ich weiß nicht, ehrlich nicht. Ich würde sagen, wenn ich es war, aber nein, ich war es. Leider war ich es nicht so. Ja. Dann sind auch noch gleich zwei meiner Ratsmitglieder verstorben. Oh. Im selben Zuge. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ich brauche einen neuen Verwalter. Hier. Ich bin total super Verwalter. Ja. Wir sollen es uns auf YouTube anschauen, meint Orko. Stichwort Bündnerfleisch eingeben, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, das werde ich mal machen. Und ein Spitzel? Er kann spitzeln. Wie könnte das? Aber haben wir einen fähigen Vasallen, der es kann? Dann komm bitte an den Hof. Ja gut. Und weiter geht's. Welche Erben habe ich denn jetzt noch? Ludwig muss dann wieder ran. Ich
Und Karl ist mit dem Leben davon gekommen. Oh nein, ich bin gestorben. Oh. Mit. Willkommen im Club. 69. Hat in 31 Kriegen gekämpft, 14 Angriffs- und 17 Verteidigungskriege. Krass. Dass er noch auf so viele Angriffskriege gekommen ist. Ich weiß gar nicht wie. Wahrscheinlich wurde ich eingeladen, das zählt trotzdem als Angriffskrieg oder so. Ah, das stimmt, das kann sein. Ja. Oh, wahrscheinlich. Na? So, Cyprian ist mein Sohn mit 40 Jahren. Der lebt bestimmt auch nicht mehr lange. 10 Jahre ist wieder Schluss. Naja. Kulturoberhaupt. Titel anzeigen. Ja, da habe ich jetzt so ziemlich alles geerbt. Das ist gut. Eigentlich wollte ich gerade eine Heirat arrangieren, aber das können wir jetzt verknicken. Zu viele Grafschaften, das kennen wir schon. Ratsposten. Einen Ratskanzler. Wen nehmen wir denn da? Graf. Graf. Aber alles keine wichtigen. Fürstbischof Wiegebert wäre wichtig. Der kann auch eigentlich nichts anderes. Gut. Dann wirst du unser Ratskanzler. Stärkst erstmal die Meinung der anderen Vasallen. Ratsverwalter. Wen haben wir da? Bürgermeister. Cyprian, unser Sohn. Söhne sind natürlich immer... Wie ist er denn überhaupt drauf? Gerecht, ungeduldig und gierig. Also erhofft er sich durch einen guten Verwalter auch viel Geld. Und ich glaube fast... Ja, der Sohn hat 17 Verwaltung, dann wird er zugewiesen auf jeden Fall. Wir brauchen Kohle, dringend. So, Ratsspitze. Da haben wir keine guten so richtig. Unser Neffe Floribert. Ja, nehmen wir den erneut als Ratsspitzel, das ist okay. Hat er seinen alten Auftrag noch? Ja, hat er noch, okay. Gut, das war der Rat. Das war der Rat. Achso, du bist noch dabei. Ja, ich bin noch dabei. Ich muss ja gucken, Hofarzt brauche ich auch noch. Das kann theoretisch wieder unser Bischof machen. Der ist nämlich 29 Bildung. Den gibt es immer noch. Gegen 10 Gold. So. Dann. Na, wir sind gierig und ein Architekt. Ich würde sagen, wir feudalisieren direkt mal Lübeck. Wir haben jetzt nämlich das Geld. Stamm feudalisieren. Auf geht's. Jawohl. Super. Und... Können wir schon was bauen? Ne, wir haben nicht genug Geld, natürlich nicht. Wer hätte das gedacht? So, unser Erbe ist nicht vermählt, nämlich der Graf Cyprian selbst hier, unser Sohn Cyprian. Wir könnten die Schwägerin heiraten, Prinzessin Beatrix. Ah, weil Graf Heidecke schon verstorben war. Ja, das wäre natürlich eine Idee, ne? Beatrix von Bayern. 26, er ist 21. Ja, warum nicht? Fotzensepp entscheidet. Ach. Bitteschön. Lebenswandel. Was nehmen wir denn da? Ja, ich glaube, in Verwaltung hat er halt echt eine ziemliche Bank. Ne? Er ist Architekt, der könnte habgierig machen. Das macht auch Sinn. Schwerpunkt auf Reichtum. So, zu viele Grafschaften ist mir Wurst. Rimberg könnten wir jetzt auslösen. Das ist ja der Verräter unseres Vaters. Wollen wir das? Das ist jetzt die Frage. Er ist allerdings ein Sippenmörder. Also nee, ich glaube nicht enterbt. Nee, den lassen wir schön im Gefängnis sitzen. Der ist nicht. Dann haben wir Wildrut. Können wir einkerkern? Wer ist das? Irgendeine normale Frau, die unzüchtig ist? Ohne mit niedriger Geburt? Naja. Nee, müssen wir nicht. Okay, für die anderen gerade mal, was mir aufgefallen ist, die haben anscheinend die Kartenmodi ein bisschen angepasst. Wenn man jetzt auf den Häuserkartenmodi geht, kriegt man die Wappen auch auf der Karte angezeigt von den Häusern. Nice, nice. So, dann muss Cyprian jetzt heiraten. Mit... Tja. Warum würden die das denn alle matrilinear annehmen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn das Spielercharaktere sind, dann werden die dir trotzdem angeboten, weil das der Spieler entscheidet. Nee, ist aber nicht. Achso. Also, du würdest
Nun, er hat minus 60, Ulrike. Weil ich angeblich schon zu viele Bonus habe. Ach nee, da haben wir ja schon. Der hat doch schon gerade. Aber wenn das raus ist... Ja, manchmal würden sie das einfach. Raus. Tochter von uns, Gertrud. Sag Bescheid, hast die Hände soweit. Kein Bock, ja, ich bin cool. Immer noch beschäftigt, sorry. Also, das dauert jetzt ein bisschen. Verheiratung. Jetzt wollte er mit dem Sohn schon wieder mit jemand anderem verheiraten, obwohl wir das gerade abgemacht hatten. Scandalous, 9 und 23, das ist ein bisschen Grafschaft von Schalaun. Simon, ja, das... alles schwierig. Ne, die sind alle zu alt. Polen ist unabhängig. Was, Polen? Schonen. Ach so. Polen. Das dauert ja noch ein paar Jahrhunderte. Gott, wie alt sind die denn hier alle? Moment. Hab ich was? Wenn ich was da mitzureden hab, dann werden die nie unabhängig, oder? So ist das also. Da werden die alle Bayern. Grafschaft, Grafschaft, Grafschaft. Gibt's hier irgendwas Vernünftiges zum Verheiraten? Das ist ja eine Sucherei immer hier. Mögliches Bündnis mit die Apostelkirche. Was ist das denn? Apostolischer Glaube, okay. Aus Armenien. Naja, wenn ihr meint. Aber der ist zart. Nee, lass mal lieber. Na, nehmen wir den mal hier, den Landolfi-Typi. Ist nicht wichtig, aber egal. Könnte, als Sohn und Tochter könnten jetzt Stammler und Lispler draus werden. Das wäre natürlich cool. Ja. Mal gucken, ob es was wird. So, ich glaube, ich bin soweit. Wir können wieder. Bro. Die Qual der Wahl, genau, Bubi. So. Annehmen. Ja, das ist okay. Fraction wurde geschaffen. Will Herzogtum von Angria, Kobo. Na, wie toll. Der Lappen. Okay, die machen Bündnisse. Gott, gibt's viel zu tun am Anfang hier. So, jetzt erstmal. Jetzt gerade beigetreten. Graf Bernd Geheimnisse aufspüren. Am besten auch gleich nochmal einen Anspruch machen. Jo. Das ist echt die Pest da, dass die Schotten die ganze Zeit, denen ist der Verschleiß ist egal. Die rennen mit ihren 4000 Mann einfach in den Alpen hin und her und machen jeden Platt, der da reinkommen will. Da haben wir doch eben noch gesagt, die KI ist so doof, ne? Manchmal hat sie so ihre Glanzmomente. Immer dann, wenn es gegen den Spieler geht. Klar. Einbildung ist auch eine Bildung. Ach, guck mal, ich besitze jetzt schon die Tönnisberg. Wie schön. Ah, jetzt rücken sie in die Ebenen. Wir konnten immer noch kein Geheimnis finden. Das gibt's nicht. Das ist gelogen. Bei mir gibt's keine Geheimnisse. Kannst du aufhören? Ist gelogen, ist es. So, der Tönnisberg wird jetzt der neue Reichssitz von Angria. Tönnisberg. Ah, das ist auch schön umbenannt, sehr gut. Ja, habe ich doch gesagt am Anfang, dass ich es gleich umbenenne. Weil die Grafschaft heißt ja auch Lippe, das passt doch. Nebenan ist die Stadt von Schwalenberg. Er hat mir wirklich sehr geholfen, die Pracht des Reiches. Sehr schön. Prächtig, prächtig. So, mein Sohn hat mir von einem obskuren Gesetz im Fürstbistum von Tecklenburg berichtet, wonach es nur der Herzog beschützen darf. Okay, für gewöhnlich würde man auf ein derart archaisches Gesetz nicht weiter achten, doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit, Fürstbischof Wigebert, mein Vasall und derzeitiger Herrscher, könnte etwas zurechtgestutzt werden. Den haben wir auch gerade nicht im Rat. Der hat Krebs, ist ein weiser Mann. Doch, den haben wir im Rat. Was ist der denn? Moment mal. Ein Nichts, ein Niemand. Ach, er ist der Diplomat hier.
der Kanzler. Die jetzt wieder hier die Westfranken. Ja, weil wir gierig sind, machen wir das natürlich. Jetzt hasst er uns. Und er lädt uns gerade zum Festmahl ein. Ja, wird mir natürlich ein Vergnügen sein. Wenn du was auszugeben hast, dann lad mich mal ruhig ein. Wo ich gerade den Anspruch auf dich bekommen habe. Oh, ich muss mir noch einen einschenken. Ich mache 100. Ich habe 100. Prost. 111 Gold in der Schatzkammer und mache plus 1,1. Ich habe jetzt plus 10,4. 1,11 sag ich doch nur. Gönn dir, Junge, gönn dir. Dir steht nur Gold. Oh, mein Hofarzt ist krank. Mit 55, aber die Gesundheit ist noch in Ordnung. Er hat sich die Krankheitssymptome natürlich stark gelindert, klar. Da hat er in seiner jetzt vielleicht mal rüberkehren. Privatbibliothek kurz nachgelesen, was zu tun ist, und dann war das kein Problem mehr. Ich kann doch gar nicht ändern. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch mein Nachfolgerecht nicht ändern, wenn ich noch nicht mal meine Autorität erhöhen kann. Aber ich glaube, wir gehen lieber wieder auf Kriegsgrund. Jetzt marschieren die auch da hoch, jetzt marschieren sie wieder runter. Mensch. Oh, er erfahrt ein Geheimnis von König Pippin. Oh. Oho, endlich mal. Was hat er denn? Was hat er denn? Was hat er denn für ein Geheimnis? Fraktion. Aha, er hat Loop ermordet. Was? Da war ich nicht dabei. Natürlich nicht. Das glaube ich nicht. Braucht er halt einen fähigen Mann. Hä, warum kann ich keine Zahlung von dir verlangen? Ja. Weil du ein Spieler bist, oder was? Naja. Weil ich habe jetzt das Druckmittel gegen dich, aber ich kann kein... Dinge passieren halt. Jetzt wissen es alle, oder was? Beatrix von Pilsen, du kommst jetzt hier an. Das wissen es alle. Du kommst jetzt hier einfach an, das geht doch nicht. Ja, meinetwegen. So. Und wer ruft mich jetzt hier in den Krieg? Karloman gegen Ramnulf und Bellak. Hat er einen Bürgerkrieg oder was? Ja. Weiter geht's. Alles klar. Was willst du denn hier? Nur das Beste, nur das Beste. Oh, meinetwegen. Oh, meine Leute fangen hier an, Herzogtümer und sowas zu bilden. Sehr gut. Einfach so? Ja. In dem Fall mein Ehemann. Das stört mich natürlich nicht. Dein Ehemann? Ja. Immer. Skandalös. Ich sag's dir, das ist ein echter Fuchs. Wieso lebst du eigentlich noch? Ja, das ist 60 guck Jahre. Dir mal die Frau da an. Ja, ich habe aber auch diesen Gesundheitsfokus genommen. Ach so. Wow. Nein, mein Sohn ist begriffsstutzig. Verdammt. Maßvoll, reinblütig, athletisch, gesund, Schwerpunkt Medizin, gelinderte Symptome, eiserne Konstitution.
Wobei die letzten beiden sind uninteressant, aber die ersten fünf. Wow. Immerhin bist du nicht geplagt. Das hast du verdient. Ja. Möge die Gicht dich peinigen. Sollte den Soldaten der Proviant ausgehen? Ja, bringen Sie mir Eichhörnchen, okay. Eichhörnchensuppe. Vorräte einlagern. Können Ihre eigenen Vorräte suchen. Oder Sie sind gut versorgt. 51% Chance. Machen wir. Sollten wir vielleicht auch das Ergebnis gehen? Selbstständige Truppen sehe ich hier, aber die Armee. Oh nein, hier fehlt der Proviant. Das ist der Geld. Nee, lass mal. Ihr Partner, Divide et Impera, Gräfin Otelindis, unterstützt aktiv Graf Alebrand und seine Fraktion. Nein, das gibt's ja nicht. Allerdings hat meine Gemahlin eine Idee, wie man das ändern könnte. Glaub mir, ich könnte Gräfin Otelindis Dinge erzählen. Mehr als genug, um sie sofort Alebrand abschwören zu lassen. Och, ja, weißt du was, nicht? Also, gerne doch. So, ich brauche mal wieder eine Pause. Ach, ihr mir mit eurer Pause. Ja, sorry. Außerdem ist sowieso, wenn ich auf die Uhr gucke, ist 10 Uhr. Ja, Matt. Schon durch. So schon schnell? Schon durch. Ja, warum heißt die Provinz, warum heißt die Provinz hier Deutsche Krone? Was ist denn das hier? Was ist jetzt passiert? Wo denn? Hier oben in Pommern heißt die Provinz standardmäßig Deutsche Krone. Ja. 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 Muss man erstmal machen können. Ja, kann doch sein. Oder? Ja, ihr habt natürlich vollkommen recht. Wieso kann ich nur das in Zweifel setzen? Nicht wahr? Nicht wahr? So, Titel nein, vergeben. Doch. So. Ihr könnt Zahlungen verlangen, Titel können geschaffen werden. Okay, ja, dann würde ich sagen, speichere ich. Jo. Speichere. Dann speichere mal. Und dann setzen wir das beim nächsten Mal fort. Ja, ja, sehr gerne. Freue mich schon dann, drauf. Schon mal von meiner Seite. Tschüss, liebe Zuschauer. Ja, ich verabschiede mich auch von meinen Zuschauern. Danke fürs Zuschauen. Danke für die vielen, vielen Abos und Bits und was da nicht alle kamen. Die ganzen Follows zwischendurch. Die vielen Zuschauer, die wieder dabei waren. Es war mir eine Freude und ich glaube uns allen auch heute. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, macht's gut, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Servus.